wie gesagt, geiles Klasse-Setup. Ihr könnt die Waffe auf Entfernung spielen, auf nahe Distanz, auf mittlere Distanz. Seht ihr das? Guck mal, wieder ein Fernkämpfer. 34 Meter. Bam. Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Modern Warfare 2 Video. Heute mal gibt es ein Video zu einem besten MPs. Und zwar zu der Lachmann MP. Wirklich ein absolut geiles Teil. Davon gibt es auch ein bestes Klassen-Setup, Freunde. Bleibt also auf jeden Fall dran. Lasst eine Bewertung da. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus. Und gerne ein kostenloses Abo. Und ich würde sagen, wir schnacken lange rum und gehen direkt rein ins Video. Let's go. Bam. Übrigens vergesse ich dir auch noch die Warzone-Geschenkpaket hier abzustauben, ne, die ihr wie gesagt im Shop bekommen könnt. Video werde ich mal hier oben rechts und I verlinken, falls ihr es noch nicht angeschaut haben solltet. Jetzt rein. Wir spielen Tarak-Stellung, wir joinen rein um Himmels Willen. Gut. Ich bin gut gelaunt, ich hoffe ihr seid auch gut gelaunt. Es ist Wochenende, hoch die Hände, was? Ich meine natürlich hoch die Hände, Wochenende. Eieiei. Die haben mich getroffen. Ja, eine sehr, sehr geile Waffe. Auch trotz den Aufsätzen sehr, sehr mobiler Hase noch. Das muss man einfach an der Stelle sagen. Deswegen probiert's aus, Freunde. Es lohnt sich mehr als Lidl und, ich wollte schon Penny sagen, aber Penny lohnt sich wirklich nicht. Nein, er spielt Brandshotgun, du Ehrenloser. Also wenn man jetzt fragen würde, was ist meine Lieblings-MP, würde ich schon sagen, Platz 1 wäre die Vector. Na, weil ich mit der am besten umgehen kann und die extrem geil finde. Und Platz 2 wäre schon die MP5. Einfach ein sehr, sehr stabiler Hase. Na, der ist auch richtig umlaufen, ne? Na, haha, nee. Junge, benimm dich mal. Du bist zu Gast im Ruhrgebiet. Ne? Benimm dich und mach keine Faxen. Einfach Faxen, ja. Bro, du bist so ein ekelhafter Dödel, ne? Oh, la 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 la, das darf man nicht machen in Modern Warfare 2. Ich hab's trotzdem gemacht. Oh, schönes Ding. Okay, Bro. Boah, Digga, also man kann wirklich so geile Longshots mit der Waffe hitten. Das ist wirklich insane, Alter. Ah! Oh, Digga, der mit seinem scheiß Messer, ne? Holy Macaroni, da ist der wie toll. Ach, der Heli! Ich hab gedacht, desto lauter ich schreie, desto mehr ist meine Überlebenschance. Oh Gott, geil. Oh, Digga, die Waffe ist so clean. Wirklich, probiert die Klasse aus. Hä, ist doch... Oh Gott! Ich habe nur seine Schritte hier gehört, wie ein Schrittesammler. Bitte was? Also wie gesagt, geiles Klasse-Setup. Ihr könnt die Waffe auf Entfernung spielen, auf nahe Distanz, auf mittlere Distanz. Seht ihr das? Guck mal, wieder ein Fernkämpfer. 34 Meter. Bam. Und so ein Otto holt mich dann, ne? Weiter nach Breenbirth Hotel. Priorschaft mit Action. Na, du altes Camper-Schweinchen. Oink, oink. Hallo? Na? Hast nicht mitgerechnet, was? Hier kommt einer. Digga. Ey, hab ich nicht dieses... Ich muss mal kurz schauen, Digga. Was... Ich hab Kampfgestell drin, was gegen Flashgranaten ist. Digga, ich krieg eine Augenentzündung durch die Scheiße. Was soll das? Bro, Alter, du nimmst das mit und bist trotzdem geblendet wie Scheiße. Boah. Digga, die Waffe ist so clean. Fühlt sich einfach geil an. Hat ein sehr, sehr geiles Gefühl, die Waffe. Muss man einfach sagen. Deswegen spielt sie und überzeugt euch selbst, Kinders. Ne? Bam. Nächster Gegner geholt. Was du so schön ist, hm? Digga, wie lang ist seine Waffe, Alter? Du hast aber ein langes Rohr, was? Ja, beweg dich. Hier drin. Oh, Digga. Wie schön man mit der Waffe um die Ecke switchen kann. Das ist so sexy-erotisch. Gut, das Video ist jetzt gelb. Geh doch mal hier hoch, du Affe. Oh, habt ihr das gesehen? Also selbst nachdem ihr nach dem Sprung aufkommt, ihr könnt wieder relativ schnell springen. Was nicht bei allen Waffen eine Selbstverständlichkeit ist. Ach, Digga, das sind ganz... Moin. Ah, geh doch da durchs... Oh, geh doch durchs Fenster, geh durchs Fenster, meine Güte. Oh, er hat mich gehört, aber auch irgendwie nicht. Ich
Hier ist noch einer, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Bro, wo ist der? Er wollte gerade Real Talk aufs Klo gehen, ne? Du kleines, ekelhaftes Ding. Digga, wie ich in die Marke da reingesprungen bin, ne? Ach, schön, ey. Für den Vitol. Oh, Digga, die Waffe ist so insane. Ich liebe sie. Boah, diese Granate, Digga, ne? Ich will ja nicht pushen, aber die war ja wirklich aus der Hölle. Also Real Talk vom Schaden her kann die echt mit einem Sturmgewehr mithalten. Und rein! Oh. Oh, Digga. Geil. Solche Kills sind wichtig für die Moral. Wer für Faxen jetzt hier? Hier ist noch einer. Nein! Na, er hat Kuno 1 Plus oder was? Blöder Wichser. Es geht weiter auf Crone Wasteway. Was hast du für ein langes Rohr, Alter? Wow. Der hat was gefressen. Junge, Junge. Mach Rückenschmerzen, Bro. Bitte lass mich leben, ohne irgendwie dumm zu sterben. Das wäre jetzt eine sehr feine Sache. Oh ja, genau so. Ja, ich sehe ihn nicht. Ach, der war da unter mir. Nein! Komm, Digga, wo kommst du jetzt her? Alter, seid ihr alle bekloppt oder was? Habt ihr irgendwie Lack gesoffen? Na du? Er sitzt einfach mitten auf der Map mit dem Raketenwerfer. Hä? Die Tote, ne? Ey, das ist hier gerade echt eine reine Comedy-Show, ne? Wir gehen rüber zum Klassensetup. Bam! Wie versprochen gibt es das beste Klassensetup zu der MP5 oder Lachmann MP, wie ihr sie auch immer nennen möchtet. Und wie gesagt, testet unbedingt die Klasse aus. Ich finde die sehr geil. Wir gehen direkt mal rein in den Waffenschmied. Beim Magazin habe ich das 50er Trommelmagazin dabei. Ihr könnt auch das 40er Schussmagazin mitnehmen, habt ein bisschen mehr Mobilität und so weiter. Ich muss aber sagen, mit dem 50er komme ich ein bisschen besser klar, weil ich damit auch wieder ein bisschen mehr reinsprayen kann und Doppel- und Dreifach-Kills wesentlich leichter von der Hand gehen, ganz klar. Beim Griff haben wir den Lachmann TCG 10 Griff dabei, sorgt für Rückschusskontrolle, ist getrimmt auf Sprint zum vollen Tempo und Rückschussstabilität. Beim Schaft haben wir den Mehrrückstoß 56 Fabrikschaft dabei, heilige Scheiße. Vorteil hier, Zielstabilität geht nach oben, Rückschusskontrolle geht nach oben und Sprint-Tempo geht nach oben. Ist getrimmt auf Zielstabilität im Stillstand und ZV-Geschwindigkeit. Wie gesagt, die Tunings, natürlich gibt es bessere, ne? Aber wie gesagt, ich komme mit der Klasse so zurecht. Deswegen, Freunde, ihr könnt sie so nachbauen, könnt sie natürlich auch komplett anders spielen. Ne? Kleiner Hinweis schon mal. Beim Laser habe ich dann den MW Schnellfeuerlaser dabei. Vorteil hier, ZV-Geschwindigkeit geht nach oben, kein Nachteil. Ist getrimmt auf Sprint zum Feuertempo und TV-Geschwindigkeit und sehr wichtigen Aufsatz, wie ich finde, und zwar der Lauf, und zwar der F-Tech M Sub 12 Lauf, der diese Namen, eine Hilfe. Geschossgeschwindigkeit geht nach oben, effektive Reichweite geht nach oben, Rückschusskontrolle und Präzision beim Feuern aus der Hüfte, also ein sehr, sehr starker Aufsatz, wie ich finde. Ist getrimmt auf ZV-Geschwindigkeit und Rückschussstabilität. Und ja, ich habe keinen Griff dabei, die Waffe ist präzise genug mit dem Lauf, test es unbedingt mal aus.